Schatz, wie lange kennen wir uns? Ich kenne den nicht. David, who? Wir kennen uns seit mittlerweile 6 Jahren jetzt. Ja. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Es ging aus meiner Initiative, also ich habe den ersten Schritt auf dich zugemacht, als nämlich jemand sich bei dir beworben hat für ein Praktikum oder für eine Stelle und hat sich bei mir beworben, so war das, jemand hat sich bei mir beworben und hatte deine ganze Kollektion in ihrem Portfolio drin und ich natürlich sofort irgendwie auf Facebook, hallo David, da hat sich jemand beworben, der verwendet deine Kollektion, was für eine Frechheit, wir müssen uns unbedingt treffen und da haben wir uns getroffen und seitdem ganz große Liebe. Stimmt. Nicht nur, dass das Private bei uns wahnsinnig gut stimmte von Anfang an, die gleiche Ebene, der gleiche Witz und Art von Humor und wir sind auch Hundeliebhaber. David, das ist ja das Private. Ach so, ja, okay. Naja. Ist halt so. David, hast du nicht das Gefühl, dass unsere Freundschaft auch unsere Arbeit beeinflusst? Definitiv nicht. Ich glaube, da denken wir ganz anders und wir gehen die Sachen ganz anders an. Trotzdem hinterfragen, wenn ich Fragen habe oder wenn ich Rat brauche, tatsächlich rufe ich immer die Marina. Auch wenn sie keine gute Designerin ist, ich frage es immer gerne. Genau, das ist es. Der ruft mich die ganze Zeit an, deswegen ja, beeinflusst er meine Arbeit. Ich komme zu nichts mehr, weil die ganze Zeit das Telefon bimmelt und der Tomaszewski irgendwas will. Genau. Und am Ende des Tages bekomme ich keinen guten Rat und dann muss ich selber die Lösung finden. Keinen guten Rat, also entschuldige, alles was du machst, hast du von mir den Ratschlag bekommen. Okay. Das nehmen wir jetzt gerade so hin. Aber tatsächlich, wir beraten uns und ich glaube, ob das bei mir ist oder bei Marina, wir rufen uns auch wegen ganz vielen geschäftlichen Dingen und beeinflusst schon. Sie hilft mir auch, Entscheidungen zu treffen oder sich, wie kann ich das ausdrucken? Das ist bei allem, ich glaube, es ist einfach so wichtig, jemanden auch in seinem Leben zu haben, der weiß, was man durchmacht. Also der die gleichen Leute kennt, irgendwie über die gleichen Dinge sich aufregt, über die gleichen Dinge irgendwie lacht und einfach irgendwie im gleichen Boot sitzt. Stimmt, da gebe ich dir tatsächlich recht. Und dich mag keiner, das ist auch das große Problem. Mich mag keiner? Ja, deswegen rufst du mich immer an. Na gut. Ja, das ist halt so. Was sind unsere gemeinsamen Charaktereigenschaften? Was verbindet uns so sehr? Das klingt fast so, als ob du jetzt die Frage stellen würdest, warum sind wir eigentlich zum Teufel befreundet? Ja, vielleicht. Also ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen mein französisches und dein polnisches Blut. Das ist so diese Wärme, dieses Herzliche, dieses Gastfreundliche und wirklich dieses Herzliche, was uns verbindet. Also wir würden uns irgendwie nie mit einem begrüßen, sondern stimmt, da muss irgendwie gehackt werden und einfach so immer so liebevoll miteinander umgegangen werden, aber auch genauso witzig miteinander umgegangen. Wir nehmen nichts persönlich, wir können uns irgendwie auf die Schippe nehmen, wir können Spaß haben, wir können über ernste Themen sprechen. Wir lieben Hunde, wir nehmen das Ganze oft nicht so ernst und ich glaube, wir sind beide, du definitiv mehr als ich, aber unterm Strich nicht nachtragend. Stimmt. Vielleicht. Also ich glaube, das muss man auch in dieser Freundschaft. Man muss vergessen können, was der andere vor 5 Minuten zu einem gesagt hat, weil sonst wäre das schon zum Scheitern verurteilt. Stimmt, wir sind nie lange böse aufeinander. Außer wenn ich seinen Geburtstag vergesse. Aber ich glaube, das ist halt, du verdrängst immer in deiner Familie deine polnische Herkunft auch. Das ist, glaube ich, das verbindet uns auch ein bisschen. Ich aber diese herzliche, weil ich das an dir eben sehe und mir denke, diese Herzlichkeit, was Marina in sich trägt. Also jedes Mal, wenn ich sie anrufe du kannst ja, mit mir sprechen. Ich versuche dich nicht anzuschauen, weil tatsächlich liebe ich das an dir, wenn man dich anruft, wenn ich deine Stimme höre, geht es mir immer gut. Es geht immer besser und egal in welcher Lage ich mich befinde, ob das gute Neuigkeiten sind, schlechte Neuigkeiten, du hilfst mir dabei und du bist Teil des Ganzen und das ist halt so schön. Und ich glaube, ich hatte selten solche Freundschaften in meinem Leben. Noch nie hattest du so eine Freundschaft in deinem Leben. Das ist eine Frechheit, aber diese enge Bindung hatte ich schon lange nicht mit einer Person, wo man sich so verbunden fühlt. Also, kannst du dich noch an unsere Hochzeit erinnern? Genau, die gab es auch, stimmt. Wir haben ja bei Swarovski schon mal geheiratet. Ja, und dann haben wir uns fast geschieden in London.
Das stimmt, weil ja, ich das falsche Hotelzimmer gebucht habe oder weil ich gar kein Hotelzimmer gebucht habe. Ich sag's nur. Ich habe dir einfach die Show gestohlen, David, mit meinem Kleid. Und da warst du einfach ein verbitterter, böser Mann in dem Moment. Ja, und das muss man sagen, dieses Jahr haben wir die längste Funkstille in unserem Leben. 4 Wochen. Ja, weil ich deinen Geburtstag vergessen habe. Also und das waren, glaube ich, nicht nur von mich, aber von dich. Das waren keine 4, das waren 10 Tage. 4 Wochen hättest du nie überlebt. Nein, das war länger. Ich war in Portugal, ich war nicht da. Zwei Wochen maximal. Aber das waren die schwersten 2 Wochen, weil immer, wenn ich auf mein Telefon schaue, David, steht immer Marina Hermanzi da. Wir dürfen uns nicht anfassen. Ich verzeihe dir. Also das war schon komisch, nicht auf einer Anrufliste zigmal Marina zu sehen. Das war bei mir auch komisch, dass ich nicht wieder Wahl drücken konnte, sondern im Telefonbuch nach deinem Namen suchen musste. Das war das erste Mal seit 6 Jahren so. Ja. Ja. Naja. Besser dich. Stur sind wir beide vielleicht auch manchmal. Stimmt. Noch eine Gemeinsamkeit. Stimmt. Ich bin sturer. Definitiv. Definitiv, ja. Okay, jetzt haben wir die Gemeinsamkeiten, David. Was sind eigentlich unsere Unterschiede? Ja. Vorsicht. Unsere gemeinsamen Unterschiede. Wir sehen ganz viele Dinge anders. Ich bin viel penibler und organisierter und, wenn man das sagen darf, williger, irgendwas zu verändern und zu machen. Du nimmst das ein bisschen leichter und vergisst auch viele Dinge schnell. Vor allem, wenn das negative Dinge sind. Also dann sprechen wir über was, 1-2 Stunden später gibt es das Problem bei dir nicht mehr. Deswegen nennst du mich immer einen Einzeller. Du bist ein Einzeller, definitiv. Und ich beschäftige mich mit vielen Dingen viel länger als du. Du gehst sofort einen Schritt weiter und machst, ach, das war schon okay. Es gibt schlimmere Dinge auf dieser Welt. Und das ist der größte Unterschied. Und du bist ja ein kleiner Messi, muss man auch sagen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich haben wir den gleichen Einrichtungsstil. An der Stelle bitte das alles komplett rausschneiden. Und das haben wir gestern auch wieder. Wenn man dich anruft, du räumst immer rum. Und ich frage mich, was räumt die schon wieder? Die meine Wohnung ganzen schönen, meine Souvenirs. Meine Dekoartikel, die ich und so habe. Und sie liebt Sachen anzuschaffen. Und die bei sich zu behalten, auch wenn die keinen Sinn machen. Das heißt, ich liebe anzuschaffen, was du mir immer für einen Ram springst. Alles, was du nicht mehr willst, steht bei mir im Fahrstuhl. Marina, ich habe ein tolles Geschenk für dich. Es ist immer noch besser als der Ram. Ich freue mich immer über alles. Continue. Aber ist es immer noch besser Ram als das, was bei dir so dasteht? Stimmt. Wollen wir das ausweiten? Ich glaube, das sollten wir unterbrechen an der Stelle. Aber du bist ja chaotischer. Ich liebe Ram. Schöne Brosche, ja, by the way. Tausend Dank. Ach, guter Ram. Guter Ram. Warum hast du das David Hu T-Shirt getragen? Ich wollte natürlich ein spezielles Outfit für deine Show tragen. Ja. Und das ist so ein Running Gag zwischen uns beiden, dass wir halt immer sagen so David Hu, Marina Hu, eigentlich mit anderen Vornamen. Eigentlich nie mit unseren Vornamen, aber das war so der Moment bei der Show. Da habe ich mir gedacht, komm, ich habe auch polnische Farben getragen. Stimmt. Den roten Rock mit dem weißen Shirt. Das hat dir gut gefallen, gell? Das war ein gutes Outfit, David Hu. T-Shirt fand ich spektakulär, aber dieser billige Plastikrock drunter in war Rot ein Plastikrock, war, ja, der war schwierig, gut. Aber okay. War von mir. Stimmt. Deswegen muss man erwähnt haben, es war von dir und es war billig. Ja. Fieberst du eigentlich bei meinen Shows auch mit? Ich hoffe, du kannst dich erinnern, dass ich auch schon ein paar Mal geweint habe, stimmt, wo ich Backstage kam. Tatsächlich, ich fiebere nicht mit, ich bin ja der Leidtragende, die 3 Wochen, bevor die Show stattgefunden hat, da du immer zu spät bist mit allen. Ja, aber das ist ein Geben und Nehmen, wir sind beide die Leidtragenden vor ich der bin, Show. Also das, was wir vorhin gesagt haben, ich bin ein bisschen organisierter, ich fange schneller an, aber dann Anrufe, wenn du schon schläfst um 3 Uhr nachts und die Frau Hörmanns, die da fährt nach Hause und ruft dich an, da denkst du dir, warum tust du mir das an? Obwohl du weißt, ich habe immer Probleme mit Schlafen, aber okay, das tust du immer gerne, schon seit 6 Jahren. Ich fieber immer mit, dadurch, dass ich dich liebe. Wir reden nicht über Klamotte, wir wissen es ja einfach, das ist nichts. Aber die Liebe an dich, deswegen fiebere ich jeden Schritt, den du gehst, ob das Show ist oder irgendwas anderes oder Shooting, da bin ich immer total dabei und ich fühle mit dir, weil ich dich so lieb habe. Das ist halt so. Das ist so. Oh, ich dich auch. Das ist so. Jetzt wolltest du eigentlich was Böses sagen und dann ist das in einer schönen Liebeserklärung gemündet. Ja. Das mag ich. Ja, das ist halt, das kann ich immer nur wiederholen. Lassen wir das so im Raum stehen. Okay. Wo hört unsere Freundschaft auf? Also erstmal hoffe ich, dass unsere Freundschaft nie aufhört und nirgendwo.
Also ich wüsste jetzt eigentlich gar nichts. Ich glaube tatsächlich... Solange du keine Fettwürste servierst mit Quarksalat, dann ist... Na, kochen, das war nichts da, das Menü. Aber nein, also ich hoffe nicht, dass unsere Freundschaft irgendwo aufhört. Es gibt tatsächlich nichts, was wir voreinander, glaube ich, verbergen. Stimmt. Und das ist halt, das ist das Besondere uns beiden. Ob das privat ist, ob das Partnerschaften sind, die wir führen, ob das geschäftliche ist, ob er... Morgensrituale, Abendsrituale, egal alles. Was. Alles. Also wir haben teilen alles mit. Und wir telefonieren dann einfach den ganzen Tag miteinander. Wir wachen da früh auf. David Tomaszewski, morgen, wie hast du geschlafen? Dann gehe ich mit dem Hund raus. David, ich bin mit dem Hund draußen. Ja, ja, ich auch. Und dann im Auto, am Weg zur Arbeit telefoniere ich auch mit dir. Und dann in der Arbeit, jetzt wo es die AirPods gibt, merkt das ja niemand im Team. Da Stimmt. hat man eigentlich auch immer den Tomaszewski im Ohr. Und das Lustigste finde ich, dass wir ja auch oft telefonieren, ohne miteinander zu sprechen. Wir reden nicht miteinander, reden eigentlich mit anderen Leuten und machen unser Daily Business. Ja. Aber Hauptsache, der andere ist einfach irgendwo dabei. Es ist halt genau das. Und das ist halt das so krass und Besondere. Wir schauen teilweise Filme. Du guckst eine Serie, ich schaue es und wir telefonieren parallel. Und wir reden aber nicht miteinander. Und wir reden miteinander. Und dann man spielt den Atem und dann immer wieder erzählen wir uns was. Und was auch so wahnsinnig schön ist, Der erste Anruf und der letzte Anruf, wenn man schlafen geht, der Anruf dazwischen und also wir sehen uns selten, muss man sagen. Außer jetzt, jetzt sehen wir uns öfter. Jetzt ja, aber jetzt sehen wir uns öfter, weil da gibt es ein kleines Wesen, das ich wahnsinnig ins Herz geschlossen habe, als Patenonkel, die kleine Lotti. Aber wie, ich muss Marina nie sehen und mit dir nah zu sein. Und das ist halt mit diesen Telefonaten immer so, das ist so wahnsinnig. Schön und deswegen, bei uns gibt es keine Barrieren, du weißt alles. Du weißt tatsächlich alles. Stimmt. Ich genauso, ich bin immer der Leidtragende, aber das ist halt so. Wo siehst du uns beide in 10 Jahren? In 10 Jahren, du weißt, ich habe großes Plan. Ich will auch ein bisschen mehr reisen, ein bisschen mehr woanders leben vielleicht. Und ich hoffe, dass nicht wir... Nicht zu weit weg. Nicht zu weit weg, stimmt. Die Pläne hatten wir schon, dass ich nach Österreich ziehe, wenn du die Entscheidung triffst. In 10 Jahren, ich bin es mir sicher, wir machen was Tolles. Was das wird, mal schauen. Ich bin es mir sicher, dass das, was wir machen werden, das Mode ist, andere Projekte erfolgreich wird. Und dadurch, dass wir dann uns 16 Jahre kennen würden, es wird noch enger. Und du hast 3 Kiddies. Minimum. Ja, und du? 2. Okay. Und dann haben wir eigentlich... Stimmt, dann hast du deinen Rosengarten, von dem du immer sprichst. In Portugal. Die kleinen Kinder und den Rosengarten, dass du da mit so einem ja. Hut herumschnippelst an deinen Rosen. Genau. Und wie dann, so eine ältere Dame. Älterer Herr, sagen wir es mal, da bin ich 50. Du bist jetzt Jesus Gender, also, okay. Wir machen da keine Genderfication. Das genau, da bin ich auch dabei. Aber ich glaube, dass unsere Kinder miteinander aufwachsen. Und du weißt, unsere Partner sind da, weil wir die sind halt Beiwerk, sind so, Beiwerk. Aber wir sind eigentlich die wahre Partnerschaft. So sieht's aus. Ja, ich glaube, das ist der beste Schlusspunkt. Ja. Und in 10 Jahren wird es noch schöner, noch enger. Und du bist nicht mehr so kuschrig. Solange ich diesen 21. Oktober nicht mehr vergesse. Den solltest du dir tatsächlich tätowieren. Just saying.